Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und du sagst, da ist nichts? Nö, Wasser, ich habe Wasser mitgenommen. Ja. Gucken, ob in der Karre noch was Geiles ist. Nope, das lassen wir da. Aber ich baue es ab. So, ein Zwölftel eines Hauses noch, okay. Ja, oh, das ist halt das verbrannte Gebiet. Ich glaube, hier werden wir auch gar nicht viel finden. Also, dafür bräuchten wir eher ein Auto oder ein Motorrad, um viel zu finden. Warte mal, ich baue mich immer hoch. Oh Gott, den habe ich fast gar nicht gesehen. Du bist ja voll getarnt, Kollege. Ein Stück weiter schon. Okay, ich sammle mal ein bisschen Steine und. Ey, ich guck mal, ob hier was ist, wo wir hinkommen, wenn nicht. Ja, doch, hier ist was zum Looten. Irgendwie eine Basis oder sowas. Okay, ich bin auf dem Weg. Feuerwehr? Basis? Militärbasis? Neisgay National Forest Country, Arizona. US Department of Agriculture. Okay, da drinnen ist ein, hier ist ein Huhn, was irgendwie nicht weglaufen kann. Ja, lass uns jetzt gucken. Wo war denn der Kackzombie? Keine Ahnung. Okay, stürmen wir jetzt das Capitol oder was? Ja. Geil, ich bin dabei. Naja, es ist schön in der Nähe, ne? Können wir da, wollen wir hier erstmal draußen in das Häuschen rein? Jo. Warte. Ist schon drin? Ich sichere das mal. Ja. Ja, ist frei. Okay, hier ist eine Taschenlampe, ein bisschen Schrotmuni. Geil. Dreckiges geil. Wasser. Das gefällt mir. Es ist aber schon spät, ne? Vielleicht sollten wir lieber morgen wiederkommen. Morgen früh, es ist schon fast 6 Uhr. Ja, bis 22 Uhr haben wir Zeit. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ja, das alles looten mit Rückweg. Gucken wir mal. Vor 22 Uhr. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Bist denn du da? Ich schon der Erste. Wir können ja anfangen zu looten. Und irgendwann gehen wir sonst zurück. Da ist jemand. Oh! Was bist du? So. Da ist was irgendwas auf. Hä? Ich hab doch hier schon einen gesehen. Ich suche Armeelaster. Armeelaster ist ja, da muss doch eine Waffe drin. Oh, da ist auch eine Waffe drin und was zu essen. Ich habe ihn. Okay. Zerstörte Werkbank. So, ich baue mal eben die Karre ab. Mach mal. Ich geh mal einen Gang weiter. Oh, da ist. Oh. Da kommt aber viel raus. Wenn du Hilfe brauchst, hast du Bescheid, ne? Oh ja. Ne, ich dachte auch dazu erst. Ich bin jetzt schon einen überladen. Also, ey, liegt den Truck hätte ich ganz gerne gehabt, Mann. Der ist geil, oder? Ja. Warum bin ich schon wieder... Okay, ich habe schon wieder echt viel Shit dabei. Ah, oh, geil. Ich habe noch einen Motor, ich habe noch eine Batterie. Möchtest du eine doppelläufige Schrotflinte Stufe 2? Sonst... Nee, ich habe eine 3. Die können wir verkaufen. Okay, die können wir verkaufen, ja. Ja, ich guck gerade, ob ich irgendwas raushauen kann. Aber eigentlich ist das alles fast ziemlich... Obwohl dieses Kunststoff ab... Naja, das bringt mir jetzt nichts. Oh, hast du zufällig Pflanzenfaser dabei? Nein. Okay, ich versuche irgendwie so ein. Na toll, im verbrannten Gebiet was zu finden. Ja, moin. Obwohl das geht.
Noch ein so ein Scheiß. Kann ich den Motor hier abbauen? Ja. Motor. Okay. Du warst hier schon im nächsten Haus? Warst du da schon drin? Nee, warte mal. Ich suche gerade noch Pflanzenstoff. Ich gehe schon mal ein Stück weiter, falls ich Hilfe brauche. I'm screaming. Ich komme gleich. Oh, Amazon schmeißt seine Pakete auch nur noch hier hin, ne? Apropos heute. Ich habe nicht mal eine Benachrichtigung gekriegt, dass mein Paket da ist. Das hat er hinter unsere Mülltonne geschmissen. Geil. Oder? Geil. So, kein Problem. Warum nicht? Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Mhm. Klar. So, ich brauche diesen scheiß Standard Hammer hier, Alter. Weil dieser Eisenhammer, den ich habe, der ist für den Arsch. Echt? Ist der so schlimm? Den voll scheiße. Also für Nahkampf, ne? Ja. Was ist jetzt? Da. Hier ist nichts drin in den Baracken? Das kann doch fast nichts sein. Nicht sein. Oh doch, hier, hallo. Das ist der Einzige hey, hier. Bob. Geil, guck dir meinen Kamin an hier. Die haben das voll gemütlich hier. Ja, ne, Digga, die sind besser. In den Baracken, wie, Alter. Benz Baracken. Aber kann man da oben rauf noch? Da ist hier irgendwas. Tasche oder so, warte. Wo? Da musst du dich hochbauen dann manchmal. Dann... Das sind immer so die versteckten Sachen. Ich geh mal. Ich wollte gerade sagen, eine Baracke weiter, aber nicht. Nehme erstmal das hier mit. Was ist das? Da geht der Papier. Klingel. Papier braucht kein Mensch mehr, ey. Ja, entweder von oben, ja. Oh, das war eine Schreierin. Ach. Die tun uns hier nichts. Ach, da ist ein Verbrannter, da ist ein Halber, okay. Okay, ich geh mal hier rein, ne? Ja, ich bin hinter dir. Wow! Okay, gut. Komm raus. Ich geh erstmal wieder raus. Ja, ich bin da. In die Titten! Wow. Das war die Hüfte. Ui, das ist so ein Hinterwäldler hier. Ich habe einen Dorftrottel. Hillbilly. Boah, ich bin Ausdauer, Digga. Basti. Nein. Nein, wechsel doch auf die Waffe. Alter, Alter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Vögel. Ja, komm mal schnell rein. Alter. Das war jetzt sehr ungünstig gerade. Ein Kaffeeautomat. Und da ist sogar was drin. Das finde ich gut. Wir brauchen nicht unbedingt wieder Kaffee. Komm her, du Bitch. Ah, ich hasse diese Vögel, ne? Ich geh mal runter und guck mal, was da so los ist. Und dann müssen wir unbedingt gleich nach oben gucken, weil die kamen von oben. Das finde ich komisch. Ja, warte, ich mach mal. Hallo. Oh, hier gibt's sogar einen Keller. Und hier ist richtig was los. Ich komme. Ja, welche Etage bist du jetzt? Keller. Okay, ich bin hinter dir. Loot. Nichts Besonderes eigentlich. Noch eine? Ja. In die Fresse, Mann. In die Fresse. Bleibst du jetzt liegen jetzt? Flippe ich aber gleich aus hier. Oh, diese Fick-Geier, Mann. Die gehen auf Kicks. Es ist 22 Uhr. Ich glaube, es ist besser wie es geht. Es ist 20 Uhr. Aber wir sollten nach Hause, da hast du recht.
Wir sollten nach Hause. Oh, bleib doch hier. Komm mal auf hier. Und war da oben irgendwas oder eher nicht so? Doch, aber ui. Aber nichts krasses jetzt. Wo bist du jetzt? Oh, ich hab noch was gefunden. Oh, geil. Machen wir das jetzt noch? Nee, wenn wir das nächste Mal wiederkommen. Aber wir müssen morgen ganz früh kommen. Ja, wir müssen noch mal in diesen Keller, weil in diesem Keller, um die Ecke raus, unter dem Haus, da waren ganz viele Kisten, Munition und so. Tür verschlossen. Oh, wo ist dieser scheiß Vogel? Alter, geht er mir auf den Nerv, ne? Oh, so Schlampe, komm her hier. Hat er einen Schlag gekriegt, ist er pistolsicher. Okay. Ja, die sind ja feige, ne? Das ist. Homebase? Homebase? Ja, können wir. Ich muss mal eben was essen. Boah, oh, da ist der scheiß Vogel wieder. Boah, das ist der nächste, Alter. Was geht ab? Ich zieh durch jetzt hier. Zwei sind down, das war's, glaube ich. Mein Leben ist irgendwie so. Nicht mehr so voll. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück, sagst du, ne? Ja. Oh, ich habe hier gleich einen Ausgang gefunden, geil. Ich bin noch ein bisschen überladen. Das ist jetzt nicht. Ja, ich auch, aber es geht. Boah, den habe ich nicht gesehen. Naja, der ist langsamer als ich. Wo bist du? Ich komme jetzt zur Kreuzung. Okay. Ich glaube, ich muss mal meinen letzten Kaffee jetzt verbrauchen. Ist das. Ja, das ist die richtige Richtung. Sorry. Oh, ich wollte gerade sagen, du gehst falsch! Du Spacken! Du gehst falsch! Immer, was stimmt nicht mit dir, Junge? Wo soll ich da anfangen? Na. Also, es war einmal. Oh, ich muss gleich. Ich glaube, ich bin zweimal aufgestiegen. Das heißt, ich kann jetzt skillen und dann gucke ich mal wegen Motorrädern. Hm. Es ist gleich 21 Uhr, das heißt. Ah, wir sind gleich zu Hause, ich sehe schon die Stadt. Ach, da hinten bist du. Ja, ich bin 12 überladen und habe not much Ausdauer, aber ich lasse mir immer ein bisschen Ausdauer, falls mich Zollewombi hier überfällt. Weil das sind ja chronische Überfaller. Ja, aber die wissen ja, dass du nichts dabei hast, also. Nichts auf der Tasche hast. Ich hab doch voll viel dabei. Ich ja, bin völlig voll. Du sammelst doch nur Schrott, du bist doch Messi. Aber das wissen die doch nicht. Doch, die kenne ich. Meinst du? Mhm. Boah, ich würde ja. Ja. Krankenhaus, ich weiß nicht, ey. Wenn wir da nochmal fighten mit den ganzen Leuten und da kein Loot ist oder nicht nochmal ähnliches, dann lohnt das eigentlich nicht. Also, wie gesagt, wir müssen da gleich nochmal hin. Aber vielleicht baue ich vielleicht vorher die Motorräder, oh, dann shit. Haben wir mehr, wo wir Loot reinpacken können. Gollum auf der Straße. Gollum auf der Straße. Kommst du Richtung Krankenhaus, die Straße gerade? Ich glaube, ich habe einfach einen Link. Ja, dann geh ein bisschen links. Geh nicht am Krankenhaus vorbei. Bei mir leckt das gerade wieder so ein bisschen. Ja, jetzt gerade war was. Ich habe es gemerkt. Jetzt läuft das wieder. Warte. Einmal ganz kurz in die Einstellung gucken. Was habe ich denn da vorhin? Dynamische Auflösung, genau. Jetzt nenne ich automatisch Skalierung. Ich mache das mal auf Skalierung. Nee. So, wir wollen mindestens, dass die 50 FPS gehalten werden. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das geht jetzt ab, ey. Klingt blöd, aber. Gerade stirbt ja das ganze Spiel hier. Das ist, weil du im Krankenhaus bist. Ich kenne das. Nee, ich bin schon in Bonzo weg. So. Hallo Gollum. Ja, spring mich an, Alter. Digga, ich hab extra gesagt, geh links lang, damit er dich nicht sieht. Ich bin froh, wenn ich überhaupt gerade irgendwo lang gehen kann. Weißt du, wie lahm ich gerade bin?
Also dieses Performance-Problem, ich meine, die waren schon mal schlimmer. Ganz zu Anfang, wo wir aufgenommen haben, hatte ich ja richtige Freezes, so wie Gronkh ja auch. Ich weiß nicht, wie das bei dem mittlerweile ist. Ich bin noch nicht weit bei seinem Let's Play. Ich hatte das nur eben jetzt, sonst läuft das immer flüssig. Also komisch, dass wir das zeitgleich hatten, ne? Also ja, dann bin ich das vielleicht, dann ist das vielleicht auch jetzt gerade mein Internet oder so. Das kann natürlich auch sein. Kannst du haben. Es ist Nacht und ich bin noch nicht zu Hause. Ich komme dir entgegen sonst gleich. Ach, alles gut. Ich sammle noch ein bisschen Bruchsteine hier mit ein. Alter, was geht hier ab jetzt, Mann? Ich kann hier gar nicht spielen gerade. Warte, ich versuche trotzdem noch mal kurz was zu ändern. Den weg, den weg, den weg. Texturbilder. Vielleicht. Also bei mir läuft es jetzt eigentlich wieder ganz gut. Oh nee, wenn ich laufe, hängt das jetzt gerade komplett. Ja gut, das ist bei mir auch so. Was ist das denn jetzt? Du hast das Internet kaputt gemacht. Hatten wir die Tage auch nicht, ne? Nee, das hatte ich so noch nicht. Noch nie. Also ein, zwei Mal hatte ich das schon. Ja, jetzt bin ich im Graben, Digga. Mann. Aber das ist jetzt gerade... Oh. Sonst mach mal einmal... Drück mal einmal ins Menü rein. Ach, hier komme ich ja nicht hoch. Ich gehe mal wieder auf die Skalierung. Das hatte ich so eingestellt oder war jetzt so eingestellt. Vielleicht ist das wieder besser. Sonst gehen wir nach der Folge noch mal einmal vom Server oder so. Ja. Ich gehe mal zur Kiste hoch. Weil das ist ja so nicht spielbar jetzt, ne? Nee, das ist irgendwie für'n Arsch. Oder muss gleich hoch. Was machen wir da? So, Chemie und Schrott. Mechanische Teile. Das sind Elektroteile, die kommen woanders hin. Das kommt woanders hin, das kommt auch woanders hin. Das kann da noch mit rein. Die Knochense kommen da mit rein. Dieses Crystal hier. Gehen wir mal bei Elektroteile. Das kommt. Das. Medizin? Du hast doch jetzt schon den Arzt gelernt, ne? Sofern ich mich recht erinnere. Den Arzt, ja, keine Ahnung, kann sein, ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, irgendwann war mal so, ich bin Arzt. Was möchten Sie? Kannst du da jetzt schon irgendwas machen, ist die Frage. Erste Hilfe, Verband. Ey, ich kann ein Fahrrad craften. Cool. Ja, das kann ich auch. Ach, du kannst gar nichts, Junge. Gipsverband könnte ich craften. Achso, so eine, wie heißt das hier? So eine Chemiestation irgendwie. Ja, stimmt, die müssen wir auch unbedingt mal machen. Ich glaube, dann kannst du auch so richtig, loslegen. Messbecher brauche ich, 100 mal Eisen, ein Kochtopf, Eisenrohr, 30 Stück und Säure. Also, wir haben fast alles bis auf 100 mal geschmiedetes Eisen, das kriegen wir hin. Ja. Aber Messbecher brauchen wir noch. Den haben wir. Der Messbecher. Ich glaube, der ist immer so ein Problem, kann man so sagen. So, ich geh mal rüber in meine Hut. Ja, geh mal in deine Hut, Mann. Geh mal in deine Hut. Den Goldruten-Tee trinke ich ja, ne? Das ist ja mein Getränk. Oh, ich brauche Pflastersteine. So. Ach, wir haben noch Elektroteile hier.
Und ich habe noch Fleisch. So zufällig. Oh ja, da ist wieder, sind wieder Eier. Eier, ich brauche Eier. Hast du noch Essen bei dir? Nee, ich habe gar nichts am Mann. Okay, weil hier sind noch 5-mal gekochtes Fleisch in der einen Essenskiste. Ich habe noch eben ein paar Eier reingeschmissen, ne? Ein paar lose. Ja, aber wir haben nicht wirklich viel Fleisch, außer 10-mal. Das lohnt sich irgendwie noch nicht so. Jetzt ist wieder besser, ne? Ja, jetzt ist wieder besser. So, was hatte ich noch? Genau, Elektroteile hatte ich noch und Leder. Leder. Falsche Kiste. Oh Gott. Nee, nein, nein, nein. Elektroteile, Elektroteile. So, das. Kohle und Zement. Und hier. Werdet Dor oder werdet Dor? Ey, Dor werdet. Ich mache uns mal die neue Homebase hier schnurrig. Neue Homebase? Sollte das nicht einfach nur unsere... Unsere Meth-Höhle, ja, ich weiß. Ja. Ah, okay. Sch, nicht so laut, nicht so laut. Ah, okay. Unser sollte jeder wissen, ne? Dass wir hier Meth holen. Ich hab doch schon gepostet bei Facebook. Achso. Wo ist wieder Uwe? Oh, ich war dabei. So, ich habe eine Schreierin gehört, die muss ziemlich weit weg von mir sein. Das heißt, sie ist irgendwo in der Nähe vom Haus wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe auch irgendwo reingelaufen eben. Weil ich höre sie so nicht. Ah, ich glaube, die ist in meiner Nähe. Bist du in meiner Nähe? Irgendwas läuft hier ganz schnell, das bist nicht du, ne? Bei mir. Wow. Da, hinter dir ist sie, hinter dir. Also ich stehe wieder auf. Boah, weg da. Die steht nicht mehr auf. Also gehört, okay, also warum, du stehst warum nicht sind mehr die denn so schnell? Aber es ist ja Nacht, Alter. Ja, ich würde sagen, gegen 4 Uhr direkt wieder los dahin, oder was? Ja, das können wir so machen. Teebeutel sie mal kurz. Ja, mach mal. Teebeutel sie mal, die Sau. Achso, ich dachte, du guckst mir dazu. Nee, ich bin schon wieder oben. Ich überlege gerade, ob ich schon wieder, ob ich was zu essen kochen kann. Ich kann ja mal nach oben gucken, ne? Wir haben ja noch, wir haben ja Sachen gedingselt. Ach, gedingselt. Ich weiß nicht, was. Wir haben ja hier, also wir haben ja angepflanzt, Maispflanze, Kartoffelpflanze, Eier. Guck mal, ich kann Kartoffeln, ich kann Pilze, ich kann alles gerade schon wieder. Hab denn? Oh, warte mal, ich skill vorher mal, ups. Gucken, was ich skillen kann. Fertigkeit. So, erstmal müssen wir mal gucken. Wo war das mit dem Mechaniker? Da. Den Motorrad-Fanatiker, den muss ich natürlich mitnehmen. Zack. Und dann... Da, vom Landlesen. Du kannst Samen von Beeren und Gemüse fertigen. Das Fertigen von Beeten kostet 50% weniger. Oh... Alter, das ist aber schon ein Unterschied. Habe ich geskillt. So. Ich kriege jetzt bei einmal 5 Pilze, 5-mal Mais, 5-mal Kartoschkas. So. Mhm. Jetzt habe ich natürlich keine Samen mitgenommen, weil wir sind ja hier nicht in der Besamungsstation. Ach so, nicht? Nie. Leider nicht. Den Spaß gönnen wir uns ja immer nicht. Nein. So, haben wir noch Samen? So, ich habe Pilze da. Ich habe Pilze da. Müsste immer noch mal Kaffee irgendwann auch anpflanzen. Wäre nicht schlecht. Heidelbeersamen brauchen wir nicht. Wir brauchen unbedingt wieder Kartoffelsamen, ne? So, Rezepte. Gebackene Kartoffelsaat. Nein. Oh, eine Kartoffelsalat, Saat
kostet aber auch 5. Also ich kann nur eine Kartoffel anpflanzen. Boah, das ist hart. Aber ich muss ja wieder anpflanzen, sonst kriegen wir ja nichts raus. Aber wenn eine Saat 5 sind und ich nur 5 da rauskriege, ist das doch kacke. Das ist ja richtig ätzend. Ja, ich hab gar nicht zugehört, sorry. Was? Nee, ist alles gut, brauchst du auch nicht. Das ist nicht wild. Ich sag gerade, dass das voll teuer ist. Also ich habe aus einmal Pilz anpflanzen zum Beispiel, habe ich 5 Pilze gekriegt. Wenn ich jetzt Samen mache, kostet mich das aber auch wieder 5 Pilze. Oh, wow. Sinn? Nobody. Kein Sinn, aber ich brauche es irgendwie, um es ja anzupflanzen, sonst ist wieder alles weg. Oh, shit, ey. Okay. Ja, dann muss ich einmal Pilzsporensamen machen. Also Samen muss ich. Dann ist das halt wieder weg. Ich muss einmal Kartoffeln mindestens machen. Damit ich danach nochmal Samen machen kann. Dann muss ich unbedingt das vom Landleben weiter skillen. Damit das günstiger wird. So, einmal Kartoffelsaat. Und Mais müssten wir ja ein bisschen mehr haben, oder? Ja, guck mal da. Dann machen wir nämlich 2-mal Maissamen. Diesmal Maisrezepte, Maissamen 2. Oder ich pflanze einmal Kaffee mit an. Aber das wird ja wahrscheinlich dasselbe kosten. Also es ist eigentlich wieder Müll. Aua. Ey, das riecht mich gerade auf. Das ist ja richtig teurer Scheiß. Ja, was ist. Geld ist egal, wir haben genug. Nee, aber auch mit, wenn ich jetzt kochen will, ist ja Gemüseeintopf, dafür brauche ich ja Pilz, Kartoffel und Mais. Jeweils immer 2 und gekochtes Wasser. Das heißt, wir brauchen die 3 Sachen. Also ich pflanze die jetzt auch wieder an. Pflanz doch lieber ein bisschen Marihuana an. Hab ich leider noch nicht. Ach so. Kein Marihuana am Start. Aber bis zur nächsten Saat muss ich das nochmal geskillt haben, damit ich mehr rauskriege. Weil ich glaube, umso weiter ich Landleben skill, umso mehr kriege ich aus dem Shit raus. Das gucke ich gleich mal in der nächsten Folge. Meine ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge. 7 Days to Die. Bis denne. Tschüss.